Moin Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Zum heutigen Thema gibt es mal ein kleines Bilderrätsel. Worum geht es heute? Na, erraten? Nein, es geht nicht um dieses wunderschöne Portemonnaie aus der Steinzeit, sondern um das Thema Geld, das nicht vorhanden ist. Wenn ihr auch einer dieser Studenten seid, für den am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat übrig bleibt, für den ist dieses Video genau richtig, denn heute gebe ich euch 3 Tipps mit auf den Weg, mit denen ihr als Student an Geld kommt. Und dabei lasse ich jetzt solche Sachen wie BAföG und Stipendien weg, denn es sollen allgemeine Tipps sein, die jeder befolgen kann. Tipp 1. Der richtige Nebenjob. Ich glaube, uns ist allen klar, dass man am ehesten Geld verdient, wenn man arbeiten geht. Das ist als Student aber gar nicht so einfach. Denn man muss natürlich gucken, ob das mit dem eigenen Stundenplan zusammenpasst und ob man überhaupt Zeit für so einen Job hat. Deswegen habe ich mal 3 Studentenjobs rausgesucht, die zeitlich sehr flexibel sind und bei denen man trotzdem gut verdienen kann. Wenn ihr relativ gut in eurem Studium seid, könnt ihr ja mal versuchen, euch um eine Hiwi-Stelle zu bewerben. Ich kenne das aus meinem Mathe-Studium, denn da kann man sich dann als Hiwi bewerben, um Klausurkorrekturen zu übernehmen oder Übungsgruppen zu leiten. Das Schöne an dem Job ist, dass der zeitlich sehr flexibel ist, denn man kann meistens die Korrektur mit nach Hause nehmen und machen, wenn man Zeit dafür hat. Und die Vergütung ist ziemlich gut, vor allem wenn man schon einen Abschluss hat. Also als Bachelor verdient man natürlich ein bisschen mehr, als wenn man noch keinen Abschluss hat. Und das Beste daran ist, man kann seine fachlichen Kenntnisse noch ein bisschen weiter vertiefen, weil man sich natürlich noch mehr mit den Inhalten auseinandersetzt. Wenn ihr gerne mit fremden Menschen in Kontakt kommt, wäre vielleicht der Job des Promoters oder der Messehostess was für euch. Das ist eigentlich der perfekte Ferienjob, denn ihr könnt in kürzester Zeit ordentlich was dazu verdienen und je nach Promotion oder Messe braucht ihr wenig bis gar keine Vorkenntnisse dafür. Ich mache das jetzt auch schon seit ein paar Jahren, denn ich promote in den Sommerferien immer dieses Teil hier und ja, das hat meinem Geldbeutel bisher immer sehr gut getan. Da ihr als Student in der Regel vorher auch das Abitur gemacht habt, könnt ihr euch natürlich auch als Nachhilfelehrer anbieten. Das könnt ihr natürlich privat machen, da kommt da vielleicht nicht ganz so viel bei rum. Oder ihr könnt euch auch in der Schülerhilfe bewerben und da zum Beispiel Nachhilfe geben, denn da habt ihr meistens auch ein geregeltes Einkommen. Auch das ist eigentlich ein super Studentenjob und vor allem für angehende Lehrkräfte super geeignet, um seine Kompetenzen auszubauen. Tipp 2. Nutzt Studentenrabatte. Ja, ich glaube, der Tipp erklärt sich auch von selbst. Haltet wirklich mal nach Studentenrabatten Ausschau, denn es gibt sie überall. Wirklich überall. Ob ihr nun zur öffentlichen Veranstaltung geht oder ins Kino gehen wollt oder ins Schwimmbad gehen wollt oder online bei Amazon zum Beispiel was bestellt oder ein Abonnement abgeschlossen habt, wie zum Beispiel Spotify oder ein Zeitungsabonnement und so weiter und so weiter. Überall könnt ihr als Student Rabatte einfordern. Meine größte Ersparnis war zum Beispiel vor ein paar Jahren, da habe ich mir mal einen Laptop online bestellt für die Uni und da konnte ich dann, da ich Student bin, 40 Euro sparen. Und ja, da bedankt sich der Geldbeutel, würde ich sagen. Tipp 3. Weitere Sparmöglichkeiten. Natürlich ist auch das Studium an sich nicht ganz billig. Zwar habt ihr vielleicht keine Unigebühren mehr, aber solche Sachen wie Bücherkosten oder Reisekosten, zumindest falls ihr nicht in der Nähe der Uni wohnt, die bleiben ja immer noch an euch hängen. Aber genau da könnt ihr eigentlich relativ viel Geld sparen. Die Reisekosten könnt ihr zum Beispiel verringern, indem ihr auf Mitfahrgelegenheiten umsteigt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das seht ihr jetzt hier eingeblendet. Und falls ihr auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen seid und ihr von der Uni kein Ticket bekommt, könnt ihr ja versuchen, euch mit fremden Leuten zusammenzuschließen und euch dann ein Gruppenticket zu nehmen. Denn die sind immer billiger als Einzelfahrkarten. Bei den Büchern könnt ihr Geld sparen, indem ihr statt komplett neue Bücher einfach gebrauchte Bücher kauft, die aber in gutem Zustand sind. Bei Amazon kann man das zum Beispiel machen, da kann man sich gebrauchte Bücher raussuchen. Und da ich ja Deutsch studiere, muss ich natürlich viel Lektüre lesen, logischerweise. Und ich habe zum Beispiel diesen Stapel an Büchern hier ja, für insgesamt 2-3 Euro bekommen oder so. Also jedes Buch nur ein paar Cent. Und die sind alle noch in sehr gutem Zustand. Also es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Und ja, ist besser als für jedes Buch 10 Euro auszugeben. Ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen und falls ihr noch andere Tipps habt, wie ihr Geld sparen könnt, könnt ihr die ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Hier seht ihr jetzt noch 2 Videos, die sich anzusehen lohnt und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut!
Für Eltern und Verwandte empfiehlt sich natürlich immer irgendwas Selbergemachtes oder was Nostalgisches. Also bemalt irgendwas, irgendwelche Tassen, ihr könnt Kerzen zum Beispiel selber gießen, ihr könnt irgendwelche kreativen Frühstücksbrettchen oder eben Kalender. Kalender kommen immer ganz gut an mit alten Fotos von euch. Dann auch immer so dieser Geschenkestress, den schiebt man vor sich her und da hat man gar nicht mehr so richtig Bock auf Weihnachten. Ja, und da habe ich mir jetzt so überlegt, wie komme ich trotzdem so kurzfristig noch in Weihnachtsstimmung? Ich habe ja die Hoffnung, dass es hilft, wenn man sich einen Tag lang einfach mal so eine Überdosis an Weihnachtsklischees gibt, die man als Kind einfach gemocht hat. Dafür muss man sich dann natürlich erstmal klar werden, was man als Kind natürlich so an Weihnachten geliebt hat.